Ja. Wir schauen mal, ob jemand was hört. Ich bin hier im schönen Elixier heute. Hallo erstmal. Im schönen Elixier in Hamburg. Und es sieht schon wieder nach Urlaub aus, wegen Schwimmbad da hinten. Aber ich musste ein bisschen arbeiten heute. Ich wurde von Kai Leipold vor kurzem gefragt, was man mit Five bei einer Hüftdysplasie machen kann oder welche Übungen da besonders wichtig sind. Da wollte ich erstmal so ganz grob erklären, was eine Hüftdysplasie überhaupt ist. Also im Endeffekt so, wir haben eine Hüftpfanne und in dieser Hüftpfanne haben wir das Hüftgelenk, so dieses Gelenkkopf. Jetzt muss man wissen, dass das Hüftgelenk ein Nussgelenk ist, also die Pfanne umschließt normalerweise diesen Gelenkkopf so ein bisschen. Und bei der Hüftdysplasie haben wir das Problem, dass eben dieser Gelenkkopf nicht richtig umschlossen wird, sondern dass wir so eine zu flache Pfanne haben. Also die Pfanne ist nicht so richtig ausgebildet, dass der Hüftkopf da reinpasst. Und das zieht sich dann so durchs Leben durch, dass die eben nicht so richtig ausgebildet ist. Man versucht dann bei Kleinkindern heute, wenn man es entdeckt, die in so eine Spreizhose reinzupacken, wo es die Füße auseinanderzieht. Und dadurch presst man diesen Kopf in die Pfanne rein und versucht dann, ja, diese Hüftpfanne besser auszuprägen. Habe ich jetzt aber die Hüftdysplasie, wo das halt nicht passiert ist, wo diese flache Pfanne da ist, habe ich halt tendenziell, aber echt mit Vorsicht zu genießen, ein bisschen größeres Risiko, da irgendwann mal eine Arthrose zu bekommen. Um diese Arthrose jetzt zu vermeiden, dass sie eben nicht da reinkommt, ist aber bei jedem gesunden Gelenk genauso wichtig, muss ich dieses Hüftgelenk so viel wie möglich benutzen, belasten, bewegen und so weiter. Und da können wir eben im Five-Konzept eine ganze Menge machen. Da sind für mich drei Übungen so die wichtigsten. Einmal Abduktion, ist für die Hüfte allgemein ganz, ganz wichtig, gerade auch bei der Hüftdysplasie. Auch wenn wir filmen das mal hier gerade. Also im Endeffekt einfach mal Füße so weit es geht auseinander, einfach Adduktoren bewegen und vor allem auch in der Grätsche dann Abduktion plus Hüftstreckung kombinieren, dass ich eben diesen Übergang Adduktorenleiste bekomme und dass ich auch das Hüftgelenk jetzt hier in dieser Abduktion mal endgradig belaste. Absolut wichtige Übung. Adduktor muss also unbedingt rein, Kai. Dann den Hip-Mover auf jeden Fall, also Hüftstreckung, ganz, ganz wichtig. Einmal die klassische zweibeinige natürlich, aber super gerne auch eben einbeinig, um nochmal auf eine Hüfte speziell Fokus zu nehmen, weil eben immer diese Hüftbeuger-Thematik spielt bei der Hüftdysplasie dann bei Beschwerden später immer auch eine Rolle. Also hier öffnend arbeiten und als dritte Übung, um quasi die Beugung und auch die Rotation in der Hüfte zu bearbeiten, brauchen wir den Gluteus noch. Das heißt hier, genau, von der wäre am besten, hier einmal nochmal. Einmal Rotation jetzt in der Hüfte und Flexion einfach nochmal mit dazu, was auch bei der Hüftdysplasie immer ein Riesenthema darstellt. Hier einfach auch nochmal rein und ganz bewusst hier an der Hüfte arbeiten. Wenn ich diese drei Übungen konsequent mache, auch mit einer Hüftdysplasie, dann werde ich, also einmal einfach kurz zusammengefasst, Abduktionsfähigkeit pflegen. Ich werde Beugung, Rotation und vor allem auch die Hüftstreckung beim Hip-Mover oder von mir aus beim Kniestand richtig schön dabei haben. Und wenn ich diese Komponenten der Hüfte pflege, dann bleibt die auch gesund. Eigentlich relativ egal, ob da jetzt die Hüftpfanne etwas mehr oder weniger ausgeprägt ist. Der größte Fehler, den man machen kann mit so einer Erkrankung, wenn es man als Erkrankung sehen will, ist das Ding zu schonen. Also ich muss es belassen, macht Sport, geht laufen, macht gut, pflegt die Beweglichkeit, dann habt ihr die beste Chance, dass dieses Gelenk möglichst lange gesund bleibt. Bitte niemals schonen, sondern benutzen. Das war's soweit. Ich hoffe, Kai, ich konnte das einigermaßen beantworten. Ansonsten fragt mich, wenn irgendwas ist. Ich mache euch mal wieder ein schönes Video. Danke euch. Ciao, ciao.